Einen wunderschönen guten Morgen. Ich merke gerade, ich bin total Vlogging-faul geworden. Deswegen habe ich gerade die Kamera gesehen und gedacht, ha, schnapp ich mir. Heute ist Montag. Ich denke, dass der Dommer gestern den Vlog begonnen hat. Allerdings haben wir nicht viel gebloggt. Ja, heute ist ein typischer Montag. Wirklich viel, viel zu tun. Wir wollen auch heute noch eine Podcast-Folge aufnehmen, die dann heute rauskommt. Team-Meeting, Geschäftspräsentation, so wie immer. Ich muss jetzt erstmal einkaufen gehen, weil wir haben nichts mehr zu essen zu Hause. Und ja, der Harrison hat leider gestern wieder gebrochen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen hattet in dem letzten Vlog. Also bevor wir nach Österreich gefahren sind, hat er morgens, also samstags morgens gebrochen, dann sonntags morgens in Österreich. Und dann habe ich schon mit meiner Heilpraktikerin geschrieben und die hat mir dann empfohlen, Pute und Möhre zu füttern. Also Bio-Karotte aus dem Hipgläschen und Putenfleisch mit heißem Wasser übergossen. Das habe ich gemacht und habe ihm Globulis geholt, die ich ihm gegeben habe, und dann war auch gut. Aber leider hat er gestern Mittag wieder gebrochen und ich vermute, es war von dem Fleisch, das ich ihm gefüttert habe. Ich habe ihm gestern Kaninchen gefüttert. Vorher hatte ich Ziege und Lamm, da war es kein Problem, hat das auch total gut gegessen. Aber ja, gestern hat er dann das Kaninchen gebrochen, beziehungsweise ist ja auch gerade die Zeit der läufigen Hündinnen und er schnuffelt natürlich als Teenager da draußen rum und leckt auch mal das ein oder andere Mal. Also ich weiß es nicht, entweder leine ich ihn jetzt erstmal nicht ab, um das mehr unter Kontrolle zu kriegen, weil klar, da kann er sich natürlich auch was einfangen. Ja, auf jeden Fall hat er dann gestern Mittag gebrochen, also das Essen gebrochen. Deswegen hatte ich vermutet, das ist das Fleisch. Aber gestern Abend hatte ich ihm dann nur dieses Hip-Karottengläschen hingestellt, was natürlich nicht so beliebt bei ihm war. Und er hat auch wirklich nichts davon gegessen. Aber er hat dann ziemlich viel getrunken und dann, als wir ins Bett sind, nochmal Wasser gebrochen. Und ja, deswegen war meine Nacht kurz, weil ich mir halt Sorgen gemacht habe, wie das halt so ist. Habe dann versucht, bei ihm zu, beziehungsweise bin mit ihm ins Wohnzimmer, weil er hat ja sein eigenes Kissen, auf dem er schläft, neben unserem Bett. Und ich bin dann mit ihm ins Wohnzimmer und habe mit ihm versucht, auf der Couch ein bisschen zu schlafen. Aber ihm ist es meistens zu warm, er ist dann runter. Dann habe ich ihn aber auch so unter Kontrolle gehabt. Aber dann bin ich wohl eingeschlafen, irgendwann gegen, ich weiß nicht, vier, um fünf hat aber schon wieder der Wecker geklingelt. Und dann habe ich gemerkt, er ist ins Schlafzimmer in sein Bettchen. Und ich war allein im Wohnzimmer, wunderbar, ne? Ja, aber deswegen gehe ich jetzt erstmal los und kaufe Putenfleisch. Also ganz normales Putenfilet im Supermarkt, übergießt es dann mit heißem Wasser und das bekommt er jetzt erstmal ja, die nächsten vier Wochen, der arme Kerl, zum Essen. Wobei, er isst es eigentlich ganz gerne. Ja, dann müssen wir mal gucken. Aber ich meine, jetzt hat er nicht mehr gebrochen, es geht ihm wieder gut. Aber man macht sich halt immer so Sorgen, weil die ja vor allem nicht sprechen können, die Hunde. Ja, deswegen, meine Nacht war kurz. Jetzt, wie gesagt, einkaufen gehen. Also unter anderem das Putenfleisch für ihn. Er muss aber auch erstmal raus. Meine Morgenroutine muss ich hier noch fertig machen. Und ja, es gibt plenty of work to do heute. Also ich habe wirklich viel, viel Arbeit auch vor mir. Also dementsprechend wird es eine arbeitsreiche Woche. Wir versuchen, euch ein bisschen mitzunehmen. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns später wieder. Das ist der Weekly Vlog, der Nummer 5, startet hier mit dem Hühnerfrikassee und Reis. Und Milchreis. Wo ist er? Der Milky Reis. Jawohl, Kinas. Sonntagsdinner. Aber hier, das ist nicht nur Champignon, auch Hähnchenfleisch. Schön, schön. So. Good morning. Heute ist Dienstag und ich bereite jetzt Mom Harrison sein Essen vor. Ich glaube, ich habe euch schon gestern erzählt, dass der Harrison ja gebrochen hatte. Letzte Woche schon. Und ja, ich habe mit meiner Heilpraktikerin gesprochen und jetzt bekommt er vier Wochen Schonkost. Also die Vermutung ist, dass einfach sein Darm bzw. sein Magen überreizt ist. Ich muss halt dazu sagen, ich habe ihm auch, also ich glaube, ich habe ihm Kaninchenfutter gefüttert oder Fleisch und ich glaube, das verträgt er nicht so gut und ich glaube, es kam daher. Aber nichtsdestotrotz, dass er sich erstmal beruhigt, bekommt er jetzt Schonkost und es ist Putenfilet, also ganz normal aus dem Supermarkt, klein geschnitten mit Hip-Karottengläschen. Das mag er ehrlich gesagt nicht so, aber da muss er jetzt durch. So, also hier ganz normales Putenfleisch. Ich wiege das jetzt ab, weil Harrison bekommt quasi
morgens und abends 125 Gramm Fleisch. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass in der Packung weniger ist als gedacht. Eigentlich sollten 500 Gramm in der Packung sein. Na, egal. Aber das hier ist für heute Abend. Das kommt jetzt wieder rein. Und das Ganze wird jetzt aber auch mundgerecht geschnitten. Also ich habe das jetzt nur zum Abwiegen da rein. Jetzt schneide ich das klein. Jetzt wird das alles klein geschnitten. Und dann kriegt er das allerdings, wird es erstmal mit heißem Wasser überkocht, dass man davon ausgehen kann, dass die Bakterien wirklich quasi abgestorben sind. Also es wird nicht gekocht, sondern nur überkocht, dass quasi die Bakterien von außen weg sind. So. Ich verteile das jetzt schön. Also wie gesagt, normal kriegt er Barfleisch, aber das ist jetzt die Schonkost, weil das halt einfache Magen hat, ne? So wie wir Menschen es ja auch manchmal Magen haben, Magen-Darm haben. So, das ist ein Futterschüssel, kommt hier drunter. Wir haben ja unsere Osmoseanlage und hier kann man halt heißes Wasser auswählen. Also wenn man sich einfach Wasser, aber dabei ein paar Filter, das Wasser direkt heiß und es kommt jetzt hier. Hier kann man auch schon erkennen, wie das Fleisch, ne, also schon so ein bisschen gekocht wird. Aber wie gesagt, es wird nicht komplett, also einfach nur hier das Biss. Also jetzt stoppt es schon und jetzt leere ich es auch direkt ab, das Wasser. Also es geht wirklich nur darum, dass die Bakterien abgestorben sind. Ich mache das hier mit so einem Teller drauf und dann einfach zack, das Wasser ableeren. Also dann so. Und jetzt kommt das Hip-Zeug drüber. Also auch hier wieder. Wo er nicht so begeistert ist von, also ich weiß ja, der isst es halt auch nicht. Ich habe es gestern separiert, da hat er es gar nicht gegessen. Jetzt versuche ich einfach mal, das zu mischen mit der Karotte, weil das dann eher etwas bringt. Also im Prinzip kriegt er eigentlich 120 Gramm Gemüse am Tag, also aufgeteilt auf morgens und abends. Ja, also eigentlich püriere ich das Gemüse ja selbst, aber das hier, also diese Bio-Karotte von Hip ist halt noch schonender. Oder man kann es auch gut benutzen, wenn man in Urlaub geht und will nichts anderes mitnehmen. Und ich mische das jetzt hier mal schön und hoffe, dass das Gemisch besser ist wie getrennt. Normalerweise kriegt er noch 6 ml Aloe Vera Gel mit dazu. Das lassen wir jetzt natürlich auch mal weg. Aber seine Vitamine hat er heute schon bekommen. Jetzt wollen wir mal gucken, wie das kommt. Los! Auf, lass! Scheint zu schmecken. So, das ist unser heutiges Mittagessen. Das ist so ein Rezept von Domas Mama. Ganz easy. Kartoffelspalten, Zwiebeln und Paprika geschnitten. Gewürzt mit Salz, Pfeffer und Vegeta. Wir haben Vegeta Natur, also ohne Konservierungsstoffe. Ich weiß nicht, ob man das in Deutschland bekommt, aber Vegeta ist eigentlich so ein typisches Gewürz bei Kroaten, aber ich glaube auch generell so beim Balkan. Ich zeige euch mal. Also hier Vegeta. Wie gesagt, also wir haben Natur ohne Konservierungsstoffe in Kroatien gekauft. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch gibt, aber das ist auf jeden Fall besser für alle, die Unverträglichkeiten haben. Dann haben wir hier das Hähnchen. Das wird jetzt hier so draufgesetzt. Das hat er doch mal gewürzt. Also auch, ich weiß es gar nicht, wie er es gewürzt hat. Ich vermute mal auch Salz, Pfeffer, Paprika, Vegeta. Also eigentlich kein großes Hexenwerk. Das wird jetzt hier alles so draufgesetzt, kommt jetzt in den Ofen. Also es braucht schon ein Weilchen. Also ich drehe die Hähnchen auch nochmal um nach einer gewissen Zeit, also nach einer halben Stunde, dass wirklich schön durch wird. Aber wir haben ja auch noch genug Zeit, dass das langsam vor sich hin brutzeln kann. Hier habe ich jetzt noch Cacık gemacht. Das ist quasi, kann man sagen, das türkische Tzatziki. Das ist griechischer oder türkischer Joghurt, wie auch immer, mit Gurke, Knoblauch, Salz, Pfeffer gewürzt. So, lecker, lecker. Mmh. Hier schön das Chicken. Und drüben hast du noch so Siki gemacht, mäßig, ne? Cacık. Gute. Guten. Heute ist Mittwoch, Klausurtag von Doma. Daumen sind gedrückt. Und ja, ich mache jetzt heute mal so ein Quer durch den Kühlschrank-Gericht, nenne ich es mal. Also bei uns in der Pfalz gibt es so eine Suppe oder so Eintöpfe, die nennt man quer durch die Garde. Und ich sage jetzt mal quer durch den Kühlschrank oder quer durch den Vorratsschrank, weil ja, wir müssen ein paar Sachen einfach... Stopp. Hier fehlt noch was. Ein paar Sachen leider Gottes ja, aufbrauchen. Und ich wollte gerade fluchen. Ja, ein paar Sachen sind leider Gottes auch wieder vergammelt. Kommt leider auch vor bei uns. Unschön. Aber auf jeden Fall mache ich jetzt quer durch den Kühlschrank oder quer durch... Bei uns eine Palsache. Oder quer durch den Vorratsschrank. Ja, ich zauber jetzt irgendwas
aus dem, was halt da ist. Kennt ihr bestimmt alle. Und da nehme ich euch mal mit. So, als erstes Öl. Und natürlich jedes gute Gericht fängt mit Zwiebeln und Knoblauch an. Finde ich auf jeden Fall. Also alles, was man so anbrät. Und ja, ich habe jetzt hier Zwiebeln und Knoblauch. Die gebe ich jetzt hier erstmal in das Öl. Dann wird es angebraten. Dann kommt auf jeden Fall das Hackfleisch dazu. Ich habe jetzt Karotten und Kartoffeln auf jeden Fall, die ich hier noch mit reingeben will. Und dann noch ein paar Dosengemüse. Die sind ehrlich gesagt noch, also die Champignons sind ehrlich gesagt noch aus Corona-Zeiten, wo man sich, sag ich mal, ein paar Konserven zu Hause hingestellt hat. Und ja, die laufen jetzt aber demnächst ab. Und deswegen, wenn Konserven anfangen zu laufen, dann sollte man sie definitiv machen. Also die laufen erst im Sommer ab, aber nichtsdestotrotz, ne, wenn man überlegt, dass Konserven ja, über 5 Jahre zum Teil haltbar sind, sollte man das schon machen. Und parallel tue ich jetzt schon mal hier die Möhren und Kartoffeln schälen. Knoblauch, Hackfleisch am Anfang und ich gebe jetzt gerade noch die Karotten mit hinzu und dann die Kartoffeln. So, gewürzt habe ich das Ganze mit Gemüsebrühe, Salz, Knoblauch, Pfeffer, Salz, Gemüsebrühe, italienische Kräuter habe ich mit dran. Habe es jetzt mit gehackten Tomaten aufgegossen, wobei das wird nicht reichen, da kommt noch was dazu. Und jetzt gebe ich noch hier so eine Creme Vega mit dazu. Einfach weil die muss benutzt werden. Die Sachen laufen ab und bevor wir sie wegschmeißen, benutzen wir sie natürlich. Und dann kommen, wie gesagt, aber noch die Kartoffeln rein und ja, genau. So, hier ist die Bolognese, kann man es nicht nennen, aber der Hackfleisch-Eintopf ist es auch nicht. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll, ist hier quasi so quer durch den Kühlschrank, ist hier gerade am Kochen. Und hier habe ich nochmal türkischen Reis gemacht. So, das ist das Essen. So, ich gehe dann mal los. Und zwar gehe ich heute mal frühstücken mit einer Freundin. Also eigentlich auch die einzigste, mit der ich ab und an mal frühstücken gehe. Also prinzipiell, wer unsere Vlogs verfolgt, merkt schon, wir sind nicht so wirklich unternehmungslustig. Also ja, wir besuchen viel die Familie und wir fahren auch gerne in Urlaub und machen gerne mal eine Städtetour hin und wieder. Aber so in unserem Alltag sind wir wirkliche Stubenhocker. Also gut, dass wir von zu Hause aus auch arbeiten. Aber wir, außer dass wir mit dem Hund rausgehen, wir, ja ich weiß es nicht, machen nicht so wirklich, also Party machen wir schon seit Jahren nimmer. Aber wir gehen auch nicht, also so generell halt einfach nicht viel raus, außer wenn wir uns mit den Köys treffen. Das ist natürlich immer schön. Aber so jetzt der Dommer und ich zu zweit, meine ich, oder so, keine Ahnung, machen wir irgendwie gar nicht so. Weiß auch nicht, irgendwie sind wir da nicht die Typen dafür. Aber ich muss ehrlich sagen, also, ja, also wir waren eigentlich schon immer wirklich so, dass wir eher dann zu Hause waren. Ja, aber hin und wieder gehe ich frühstücken, aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß schon gar nicht mehr, wann das letzte Mal frühstücken war. Mit der Janina treffe ich mich. Ich glaube zu meinen, dass das im Dezember war. Ich glaube sogar, ich bin mir ziemlich sicher, es war Anfang Dezember, weil da war man nämlich in so einem neuen Café in Eisenberg. Aber eigentlich, wenn wir frühstücken gehen, gehen wir meistens nach Grünstadt ins Stadtcafé zu der Ingrid. Die Ingrid ist die Mama von der Schalima und ich kann es euch nur empfehlen, wirklich dorthin zu gehen. Also schmeckt es super. Die Ingrid macht es richtig mit Liebe und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist top. Und ja, da waren wir halt auch schon lange nicht mehr. Also noch länger war ich startet, außer ein Gutschein kaufen für meine Tante zum Geburtstag. Und ja, deswegen gehen wir da jetzt auf jeden Fall mal wieder hin. Also meistens gehen wir dahin. Wir waren schon mal in Frankenthal bei so einem Türken, weil die Janina das ausprobieren wollte. Da waren wir sogar zweimal. Also so türkisches Frühstück in so einer Bäckerei. Also das war auch ganz gut. Aber ja, bei der Ingrid ist halt gemütlich, ne? Also man kennt die Ingrid, dann quatscht man auch mit ihr ein bisschen. Und ja, ist halt so ein uriges Café, wo halt auch viele Rentner sind, alte Leute. Aber das macht mir persönlich nichts. Und im Sommer kann man auch und hat da halt eine schöne Aussicht über die Stadt, sag ich mal, ne? Also Hauptplatz von der Stadt, also nicht schlecht. Ja, und dementsprechend machen wir das jetzt mal. Das erste Mal sowieso für dieses Jahr, genau. Und es passt auch ganz gut, weil ich fand es total cool. Ich habe von einer, ja, also die habe ich bei Instagram tatsächlich kennengelernt vor 4 Jahren, mehr oder 4 oder 5 Jahren muss gewesen sein, die Mareike.
Und die hat mir ein Fünfjahrestagebuch geschenkt. Also jeden Tag schreibt man da, es steht eine Frage und man schreibt so halt einen Satz da rein. Und auf jeden Fall. Heute war das erste Mal, dass ich das ausfüllen konnte, weil heute ist ja der 29.02., also Schaltjahr. Wir haben einen Tag mehr dieses Jahr. Und wie gesagt, ich fülle das Buch schon das vierte Jahr aus und es ist das erste Mal, dass ich es ausfüllen kann. Also ja, alle 4 Jahre ist Schaltjahr. Und da steht einfach, was machst du am 29. Februar Schaltjahr? Du bekommst einen Tag geschenkt und fand ich voll, also den Ansatz fand ich mega interessant, weil es stimmt ja, wir haben einfach einen Tag mehr. Und was macht man mit dem Tag? Also es das heißt ja nicht, dass man jetzt hier was mega Spezielles machen muss, aber ja, also nichtsdestotrotz, vielleicht guckt man doch trotzdem mal einen Film, den man gucken wollte oder geht seine Ziele an oder geht jetzt wie ich frühstücken, muss auch mal sein, dass man sich das mal gönnt. Also ja, was macht man so mit diesem extra Tag? Also finde ich ein ganz guter Ansatz, sich da mal Gedanken zu machen. Genau. So langsam bin ich aber da. Jetzt auf diesem Parkplatz. Also das ist halt auch das Gute, da ist direkt ein Parkplatz in der Stadt, wo man parken kann. Also der Luitpold-Parkplatz kostet Geld, aber also es ist im Rahmen. Ich weiß gar nicht, was da die Stunde kostet, 50 Cent. Ich habe keine Ahnung. Was mich sehr, sehr freut ist, es ist auch nicht so mega viel los auf dem Parkplatz. Oder es ist generell nicht viel los. Ich hasse das, wenn so viel los ist. Ich kann das gar nicht, aber das kommt wahrscheinlich wirklich vom Beruf. Wenn man da jahrelang mit Menschen, geballten Menschenmengen zu tun hat, dass es seine Ruhe hat, muss ich ehrlich sagen. Und ja, jetzt parke ich hier mal. Super, man kann sich hier echt aussuchen. Und dann nehme ich euch gleich mit ins Café. So, das ist jetzt das Stadtcafé von außen. Das sind die Parkplätze. Heute super leer. Das ist die Janina am Parkautomat. So. So, hier geht's jetzt rein. 5 Paare finden, wo am 29. Stück ist. Ah, okay. Ne? 3 hat sie schon. Bis 9 Uhr gilt die mit. Ich weiß es jetzt auch nicht. Was hat mich da für eine Sturmfriese? Mit dem auch sei. Servus, Kids. Was ist los? Die Woche haben wir echt wenig gevloggt. Keine Ahnung, ob sich das überhaupt dann lohnt hochzuladen. Werden wir dann sehen. Heute haben wir Stand, 29. Donnerstag, gestern hatte ich die Klausur, ist eigentlich ganz gut gelaufen, mal gucken, wann das Ergebnis kommt. Ich mache mich jetzt ans Putze, ja, habe ja auch schon alles vorbereitet, Wasser aufgefüllt, ne, hier Eimer, bla bla bla, und jetzt geht's erstmal rüber ins Badezimmer, da fange ich immer zuerst an, die Musik ist auch schon aufgedreht, let's go der Hase, die Jenny ist noch frühstücken, hat sich mit einer Freundin getroffen und ja. Sehr interessant, ne? Sehr interessant, mit was ich putze. Ja, und die Pflegeprodukte werden auch immer wieder von Neuen abgeputzt und frisch gemacht und was weiß ich nicht. Und der Kleine hier, der vermisst seine Mama, gell? Wann kommt sie heim? Es wird. Das erste Mal trocknen. Und dann geht's raus auf den Balkon. So, der Balkon ist jetzt auch ready. Wir hatten jetzt hier gerade Reiki-Meisterstunde. Morgen geht's weiter mit Hypnose. Und da ist die genau. Sena. Guck mal da. Oh, Sena. Hallo. Oi. Sena. Samenstau. Oh. Ich freue mich schon total. Nochmal was? Bild-Titel-Story. Michaela Schäfer nackt in / im. So, einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Samstag. Samstag ist bei uns Suppentag. Und heute gibt es quasi, ich habe hier Suppengemüse, gibt es quasi eine Suppe nach Art meiner Uroma, also nach Art von der Mutter meines Opas. Genau. Und zwar eine Erbsensuppe. Mache ich mit euch. Und als erstes muss ich jetzt mal das Suppengemüse quasi klein würfeln. Und jetzt kommt erstmal Wasser hier schon mal in den Topf rein. Ich werde jetzt 2 Liter hier reinmachen. Also ich mache quasi die doppelte Portion. Ja, das Wasser ist von der Osmoseanlage, deswegen hört ihr im Hintergrund dieses Rauschen.
Wasser wird gefiltert natürlich. Und hier schneidet schon mal das Suppengemüse in kleine Würfel. Aber es ist, also ist nicht so schlimm, wenn es nicht ganz so klein ist, weil es wird später eben im Pürierstab quasi püriert. Also ich weiß es nicht, es gibt ja verschiedene Methoden. Manche machen es ja in Stücken groß rein und holen es dann raus. Aber ich mache das so, dass ich das grob würfle und dann später quasi mir das später dann einfach in im Pürierstab sowieso nochmal durchgehe. Und dann ist es ja auch warm. Also ich gebe es auch jetzt direkt hier rein. Mache da gar keine Faxen. Mache schon mal auf 6 an. Jetzt kommt das Wasser hier noch dazu. Dass es ungefähr 2 Liter sind. Und dann mache ich aber noch, ich habe so selbstgemachte Gemüsebrühe aus dem Thermomix. Die mache ich auch noch mit dazu. Kann ich jetzt eigentlich gleich mal holen. Also ich spare meistens da nicht so wirklich dran. Also ihr seht, ich habe das hier in so kleine Gläschen bzw. so Plastik abgefüllt. Ich nehme da jetzt schon 2 richtig gut gehäufte Löffel. Vielleicht mache ich auch noch mal mehr dran. Weil wir mögen es halt schon sehr würzig. Deswegen hier einfach mal die Gemüsebrühe mit dran. Die habe ich auch eingefroren. Also ich mache da immer eine Riesenmenge. Und friere das dann in der Regel ein. Aber ich glaube, ich muss doch demnächst mal wieder machen. Jetzt schneide ich, wie gesagt, hier alles in Würfel. Ja, also hier auch noch Möhre und Lauch werde ich in Würfel schneiden. Und dann seht ihr gleich, wie es weitergeht. So, das Ganze wird jetzt zum Kochen gebracht. Das Update, das hier gibt Hackbraten für morgen. Das ist eine Hackfleischmasse, habe ich einen Thermomix gemacht. Eier und Gewürz. Meine Suppe, oh, die ist heftig am Kochen. Die Erbsensuppe. Ich zeige es euch nochmal, wenn sie fertig ist. Der Hackbraten wurde jetzt mit Speck ummantelt und mit Suppengemüse außenrum. Morgen kommt er dann bei 160 Grad in den Ofen und nach 40 Minuten kommt noch so ein Bratensud drüber und wird so ungefähr 2 Stunden gebraten. So, ihr Lieben, ja, also die Suppe ist gegessen worden. Ich glaube, ich habe vergessen, sie zu zeigen. Jetzt ist schon wieder Abend, aber wir haben Pakete bekommen, 2 Stück, und ich dachte, ich mache mal noch so ein kleines Unboxing wenigstens mit euch. Und ja, das Thema Wasser lange beschäftigt. Ich habe mich lange mit dem Thema Osmoseanlage auseinandergesetzt, so. Ne? Ja, auf jeden Fall habe ich da jetzt bestellt. Und zwar kommt der nächste Hype. Und zwar eine Flasche, da kann man hydrogenes Wasser herstellen. Was ist das jetzt schon wieder? Das ist quasi Wasserstoffwasser. Da kommt Wasser rein. Dann wird es, glaube ich, 3 Minuten oder so angeschlossen. Ich kann euch das mal zeigen, wenn ich das das erste Mal benutze. Und dann wird quasi Wasserstoff in das Wasser gebracht. Und ja, was soll das verändern? Also im Endeffekt ist es das Thema Anti-Aging. Also es ist gut für das ganze Thema Falten, Anti-Aging, für das Thema Gesundheit aber vor allem. Darum geht es mir jetzt. Ne? Also auch wenn man krank ist, soll man das auch gerne inhalieren. Und es ist einfach der Hype aus Japan zum Beispiel. Es gibt doch ein Land, wo das so ein Hype ist, aber auf jeden Fall Japan. Wenn ihr seht, dass die mit so Sauerstoffmasken rumlaufen, da tun die sich mit reinem Wasserstoff quasi beatmen. Und das ist einfach so ein Thema, wo man sagt, das braucht man einfach, um gesünder zu sein oder um gesund zu werden, um gesund zu bleiben und halt für das Anti-Aging-Thema. Und ich habe halt gedacht, okay, ich probiere es mal aus. Warum nicht? Ich fand das Thema ganz interessant, um es mal kurz anzuschneiden. Und hier, das sind so Wasserdrops, die es von der Firma gibt. Also die gibt es auch schon nicht ganz so lange, die sind erst relativ neu rausgekommen, aber ich probiere die jetzt zum ersten Mal. Eigentlich trinke ich nur Wasser, also ich brauche keinen Geschmack. Aber ich dachte, wenn ich jetzt eh bestelle, bestelle ich die mit. Und zwar ist das Geschmack Himbeere, das ist Zitrone, das ist Maracuja und das ist Wassermelone. Also wie gesagt, da macht man anscheinend einen Tropfen rein. Hat auch, ihr seht hier, 1 Kalorie pro Drops, kein Zucker drin. Ne, also Wasser, Zitronensäure, natürlich Aromen und Zuckerlose. Ja, ist halt so ein Zuckerersatz. Finde ich jetzt auch nicht ganz so geil, aber ich, wie gesagt, trinke eigentlich nur pures Wasser. Dachte aber, manchmal hat man ja Gäste, die halt so ein bisschen Geschmack wollen. Oder der Dommer mag auch manchmal Geschmack. Ich meine, gut, jo, ich trinke dann bei ihm auch mal. Also dachte ich, man kann sie einfach mal probieren. Besser wie, ja, wir hatten so Sirup auch vom
Soda-Stream gehabt. Also der war halt auch rabattiert. Und zwar war das so Eistee-Geschmack. Also es hat auch ganz okay geschmeckt, aber ich mag diese zuckerhaltigen Getränke nicht. Ich sage immer, das ist tödlich. Deswegen dachte ich, wäre das vielleicht mal eine Alternative. Und deswegen habe ich es geholt. Aber jo, schauen wir einfach mal. So, nächstes Paket. Und zwar, ich denke, alle, die uns schon länger folgen, wissen, ich hatte einen Adventskalender von der Sally. Und es ist auch ein Paket von der Sally. Ich habe das jetzt hier nur sehr zerstört. Aber hier sieht man es. Sogar mit hier unterschrieben. Viel Spaß beim Auspacken. Das fand ich jetzt krass. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das selber macht. Und hier, ich weiß gar nicht, was das ist. Ah, eine kleine Überraschung, wo das MHD erreicht. Das hat sie mit in das Paket gepackt. Okay, ach so, deswegen. Ich habe schon gedacht, da habe ich da schon ein paar Paste drin. Also auf jeden Fall, ich hatte den Adventskalender von Sally. Und da war in jedem Türchen quasi nochmal ein Rabattgutschein für ein Produkt von ihr. Zum Beispiel hier diese Siamak. Die gab es 20% günstiger. Das ist schon ein Board. Und das ist lustig, weil ich glaube, dieser, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er heißt, aber doch, der heißt. Also ich glaube, der Mitarbeiter mit dem Namen von der Sally hat auch den Corgi Yoshi. So, auf jeden Fall, warum ich den Harrison gekauft habe. So, auf jeden Fall, ich mache das mal auf, das sind Espresso-Tassen. Ich habe jetzt nicht unbedingt Espresso-Tassen gebraucht, aber 20% Rabatt habe ich gedacht, ist schon eine gute Sache. Vor allem so in Blau, es ist eher Blau, jetzt kein Türkis, was ich will. Aber der Doma trinkt ja nur noch Espresso. Und wir trinken mit meinem Opa so, es ist ein Ritual, immer ein Espresso nach dem Essen. Und deswegen dachte ich, ist nicht verkehrt, wenn man da mal nochmal ein paar Espresso-Tässchen hat. Und wie gesagt, die waren reduziert, 20%. Also ich glaube, normal kostet das jetzt 25 Euro das Päckchen und es hat nur 20 gekostet. Und da habe ich gedacht, okay, das mache ich. Und diese Gutscheine laufen auch ab. Und die Gutscheine, die ich jetzt eingelöst habe, die wären zum 29. Februar abgelaufen. Deswegen habe ich gedacht, das mache ich noch. Also nicht alles, ne, habe ich mir jetzt was bestellt. Und man muss auch sagen, manche Sachen, die gab es dann einfach nicht mehr. Zum Beispiel hätte man gratis eine Lavendelseife bekommen. Gut, benutze ich zwar eh nicht, aber das gab es jetzt nicht mehr. Das ist halt immer nur, solange der Vorrat reicht. Oder noch ein Messer zu einer Bestellung ab 100 Euro gab es jetzt auch nicht mehr. Aber ja, ich hatte eigentlich nicht vor zu bestellen. Deswegen, ja. Dann hier auf diese Schmelzschale. Also ich habe die auch schon und ich brauche das zum Backen logisch. Aber auch wenn ich die Plätzchen backe, ist die mit den 800 Milliliter. Ich mache die dann einfach auf den Topf, mache hier die Schokolade rein und tue das auf dem Wasserbad schmelzen. Und die war auch, glaube ich, 10% Rabatt. Und da wollte ich mir eh noch mal eine holen. Also wie gesagt, ich habe schon eine. Und das hat sich dann gerade ganz gut getroffen. So. Dann habe ich mir, weil das auch, das war aber eine Aktion. Also das war jetzt im Shop gerade rabattiert. Ich brauche ja immer hier dieses Vanillezeug zum Backen. Eigentlich habe ich es immer von der Kiki. Aber das hier von der Sally war jetzt gerade für 3,89 im Angebot. Bio-Vanille, ne? Da habe ich gedacht, na, da schlage ich direkt zu, weil meine ist leer. Ja, das gab es gratis, dieses Tonka-Monka-Bohnenpasta, aber das werde ich jetzt meiner Mutter schenken, weil, wenn das MHD, wann ist denn da MHD? Ja, im März läuft das ab, es ist ja schon März, also das werde ich jetzt aber meiner Mutter schenken, weil die backt definitiv mehr wie ich und ich brauche das nicht so. Genau, und dann habe ich mir hier bestellt. Ich liebe ja Emaille-Geschirr und ich habe von der Sally da auch schon einiges. Und dann war jetzt hier einfach nochmal so eine Emaille-Schüssel. Ich habe schon so eine riesen Emaille-Schüssel. Und jetzt habe ich mir hier nochmal die kleinere bestellt, weil ich da auch unheimlich gern drin koche. Und das kann ja auch auf dem Herd warm gemacht werden. Ne? Ich habe das alles so in der Farbe. Ja, finde ich total schön. Die habe ich mir bestellt. Und und 10 Euro auf der nächsten Einkauf. Das ist auch cool. So ein Rabattcode, okay. Gut. Ja, die wissen alle, wie sie es machen, dass man wieder einkauft, gell? So, jetzt schneiden wir das hier mal noch auf. Das ist auch noch, also auf Emaille gab es auch 10% Rabatt. Und wie gesagt, ich habe schon einiges von dieser Emaille-Kollektion von ihr. Und ich mag das unheimlich gerne. Und das fand ich eigentlich so für mich den besten Gutschein, weil alles andere brauche ich nicht. Und zwar habe ich hier nochmal so ein Pfännchen bestellt. Fand ich ganz cool, wenn man es
Viola Größe machen will, ne? Fand ich das eine gute Idee. Oder auch für Schafskäse. Fand ich eine gute Idee. Ich muss dazu sagen, ich habe noch mal kleinere, aber ich fand das hier auch nicht schlecht, ne? Auch so zum Servieren. Eigentlich wollte ich zwei, weil ich dachte, ich könnte dann mal für Doma und für mich Tiroler Größe machen, aber ich habe jetzt erstmal eine halt bestellt. Aber ich fand das auf jeden Fall nicht schlecht, aber ich habe da auch kleinere. Vielleicht kann ich euch das mal zeigen. Ja, schnell gelaufen, ihr merkt schon. So, hier. Ja, ich habe so zwei kleinere, die habe ich mir halt wirklich für Schafskäse geholt gehabt. Und hier seht ihr auch von der Sally die Teekanne, die für türkischen Tee. Ja. Und hier quasi die türkischen Teegläser mit so einem Untersetzer, alles von der Sally. Ja, also wie gesagt, ich mag das Emaille-Zeug schon gerne. Und hier zum Beispiel, oh, wildes Chaos. Ist auch nochmal so ein Blech mit Punkten und hier nochmal so ein Pizzablech und hier auch nochmal so ein kleineres Blech, sehe ich gerade. Das wusste ich schon gar nicht mehr. Ey, es ist schon ein bisschen verrückt. Ja, meine Schränke sind überfüllt. Die gehören schon wieder aufgeräumt. Wenn ihr doch mal das hört, dann weiß man schon wieder Bescheid, ne? Aber ich kann euch ja mal mitnehmen, wenn ich die aufräume. Hä? Ja. Schränke aufräumen. Ah, ja. Ja. So viel zu meiner Bestellung. So, wir haben das Ganze gestern schon mal ausprobiert. So schaut es aus. Ich versuche jetzt mal genau drauf zu drücken. Da gibt es einen 3 Minuten und 10 Minuten Modus und jetzt wird quasi das Wasser hier mit Wasserstoff geladen oder wie auch immer man das nennen mag. Und hier gibt es auch noch solche Inhalierschläuche dabei. Also da kann man quasi hier oben. Das wird jetzt irgendwie nicht gehen. Also man kann hier den Deckel abmachen. Hier. Und dann kann man hier die zum Inhalieren den Schlauch anschließen und kann das Ganze inhalieren. Genau. So sieht das aus. So, hier haben wir Endiviensalat. Dann hat die Jenny jetzt schon Hackbraten gemacht. Beten. Hier ist noch ein bisschen was drin in der Schüssel. Zwiebelsauce. Als Nachtisch gibt es hier den Pudding. Und hier Püree. Ja, genau, Kartoffelpüree, selbst gemacht, natürlich nichts aus der Tüte. Jawohl, Juten.